Tierfreundinnen und Tierfreunde. Rambo, der wegen Umzugs im Tierheim abgegeben und an dieser Stelle vor einer Woche vorgestellt wurde, hatte leider noch kein Glück. Bisher zeigte noch niemand Interesse für den armen Kerl, der so gern wieder ein richtiges Zuhause hätte. Heute stellen wir zwei gefundene Katzen vor, die von ihren Besitzern erkannt und möglichst schnell aus der Gefangenschaft befreit werden sollen. Denn eingesperrt in der Quarantäne fühlen sich die Miezen gar nicht wohl. Das gepflegte schwarze Katzenmädchen wurde am 14. Februar in der Clara-Zetkin-Straße in Gotha-Siebleben gefunden. Aufmerksame Anwohner haben das Morle beobachtet und Nachbarn gefragt, ob die Mieze dort irgendwo ihr Zuhause hat. Leider konnten die Besitzer nicht gefunden werden. So kam das Morle tags darauf in die Archinoa. Die Katze wird auf ungefähr 5 Jahre geschätzt. Sie ist sehr verschmust und geht freundlich auf die Menschen zu. Mit Sicherheit hat sie bis jetzt mit Menschen zusammengelebt. Sie ist gepflegt und hatte keine Parasiten in ihrem schönen schwarzen Fell. Das ist ein Zeichen, dass sie noch nicht lange auf der Straße gelebt hat. Der zweite Kandidat, der erkannt werden soll, ist ein schöner schwarz-weißer Kater. In seinen Genen steckt sicher ein langhaariger Verwandter, denn sein Fell ist länger und flauschiger als bei einer normalen Hauskatze. Das Katerchen wurde am 14. Februar bei der Regenbogenschule in Gotha West gefunden. Er wird auf ungefähr 2 Jahre geschätzt und ist noch unkastriert. Vielleicht war er schon länger auf Brautschau, denn in seinem schönen Fell hatten sich schon Flöhe bequem gemacht. Das Katerchen ist in Gefangenschaft sehr ängstlich und schaut skeptisch auf die fremden Menschen. Man könnte sagen, er ist eine Schönheit und den Besitzern dürfte es nicht schwerfallen, ihn zu erkennen. Vielleicht erkennen ihn ja auch Freunde, Nachbarn oder Verwandte der Besitzer.